Willkommen zurück bei Candle. Ja, wir sind immer noch hier bei dem schönen Schmied. Und zwar habe ich in der Zwischenzeit nochmal wieder nachgeguckt, was man hier noch so machen kann. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ja hier unten, wenn hier Steine runterfallen, habt ihr das jetzt gerade vielleicht gesehen, hier unten drunter wie so ein Vorsprung ist. Und da habe ich mich einfach mal hinfallen lassen. Und siehe da. Da ist so ein fetter Stein, so ein Pilz. Und den sucht doch genau das, das Dreieckmädchen. Und durch diese, Ringe, die aussieht ein bisschen wie eine Schraube, können wir wieder hier hoch und zumindest den Pilz schon mal dem Mädchen geben. Dann haben wir das wenigstens schon mal geschafft. Mal schauen, was dann sich noch für Möglichkeiten wieder ergeben. nein, Spaß. So, wir gehen hier wieder runter. Und lassen uns von der Affenmami wieder hinuntertragen. Ein weiteres, was ich auch gelesen habe, ist, dass diese fette Fliege, die da hier immer rumfliegt, uns helfen kann. Und zwar können wir wohl, wenn wir hier die Flamme anmachen und diese Fliege oder das Glühwürmchen oder was auch immer sein soll, wenn es in unsere Richtung kommt, mesmerized by the light of the flash, the strange insect turned to Teku. Ah, okay. Das heißt, jetzt können wir mit dem Ding hier rüber gehen. Ach, guck an. Und dann hier die Flamme anmachen. Und flüssiges Feuer rannte die Rinne runter. So, guck mal, wie es uns hinterher läuft. Süß. Zack, da ziehen wir jetzt mal dran. Das fand ich jetzt natürlich gar nicht witzig. Okay, das heißt, wir können hier auch runtergehen. Dann machen wir das doch mal direkt. Dann machen wir mal hier unten. Ach nee, Moment. Wir machen mal eben hier oben das Ding wieder zu, weil sonst tropft ja hier die ganze Zeit Wasser runter. Das heißt, wir holen uns jetzt hier flüssiges Feuer und wir zünden das Ding einfach mal an. Okay, das scheint eine ganz ordentliche Flamme gewesen zu sein. Okay, was auch immer das ist. Ah, gucken wir mal. Steinertes Saatkorn. Dieses uralte Saatkorn war in einem Eisblock eingeschlossen. Laut den Weisen wuchsen aus diesen dornigen Kern eins riesige Pflanzen, größer als jede bekannte Pflanze. Ob man es immer noch einpflanzen könnte? Ja, das ist letztendlich natürlich herausfinden. Okay, hier ist auch mal was. Ja, Kochtopf, zack. Oh, ein Deckel zumindest von dem Kochtopf. Okay, das heißt, wir haben ein paar Sachen wieder, wo ich nicht weiß, wofür sie gut sind. Das ist immer das Beste. Das heißt, wir können jetzt erstmal wieder hoch und uns anschauen. Erstmal bringen wir diesen Pilz an, oder zu dem Mädchen. So macht man das natürlich als Gentleman. wir gehen hier runter. Und wenn sie uns nicht dankbar ist, dann spielen wir noch ein bisschen an den Baumäutern. So, wir gehen hier runter. Geben ihr das. Hallo. Hier hast du deinen Pilz. Tada. Okay. Jetzt buddeln sie hier weiter.
Können wir da vielleicht dieses Saatkorn einsetzen? Können wir ausprobieren. Machen wir mal. They waited until the rainwater soaked the strange seed. Suddenly, the ground started to vibrate. Amazing! The gigantic plant was protecting the candle from the rain. Okay, das heißt, wir können auch gleich. Also sie hat auch so eine kleine Pilzstörung irgendwie, ne? Also obwohl sie jetzt ihren geilen Pilz hat. Obwohl sie jetzt ihren geilen Pilz hat, sucht sie immer noch weiter. So ein bisschen so eine zwangsgestörte Pilzsucherei oder so. Gut, wir gehen jetzt erstmal hier in die Höhle rein. Gucken mal, was hier so abgeht. Wer ist er denn? Er scheint hier Höhlenmalerei zu betreiben. Guten Tag. Kann ich mit dir reden? Okay, er weiß nicht, wo er ist. Achso, dann ist er so ein Vandale. Gehört ihm nicht, deswegen. Also, nee, jetzt dann. Da wurde er mit Licht beschienen und er zitterte. Und dann war er der Ecke. Und dann ist er hier einfach nur panisch rumgerannt. Und hat alles vollgeschmiert. Typischer Jugendlicher, der nicht weiß, wohin mit seiner Zeit. The strange character had no doubt lost his mind. Something in that cave had horrified him. The only thing Teku understood was that the man had been painting on the enormous wall behind him for a long time. Naja, for a long time, sag ich mal. Da kriege ich mehr hin in der long time. Wir speichern erstmal hier, damit uns der. Oh nö. Sehr gut, dass wir hier speichern können. Gehen wir hier hoch, mal gucken, was er dann. Das ist hier seine Gottheit oder was? Okay, hier können wir nichts machen. Okay, bevor wir jetzt nach links da wegspringen. Wo kommen wir denn hin? Wenn wir da. Achso, den gehen wir hier runter. Gucken mal, wo wir hier dann hinkommen. Ach, guck mal, hier können wir uns irgendwo hin teleportieren. Na gut, was ist denn das hier für ein Ding? The lever that looked like it would start up the strange artifact was broken. Teku would have to find a way to repair it. Okay. Guter Hebel, will ich mit dem Deckel? Nö. Okay. Mit dem scharfen Stein? Nein. Mit der Maske? Nein. Okay, mit der Paprika? Mit dem Hebel? Nein. Okay. Gucken wir uns mal den. Okay, gucken wir uns mal den Hebel an. Kaputter Hebel. Der alte Mechanismus in den Höhlen konnte ohne den Hebel zu reparieren nicht aktiviert werden. Es war schon ein merkwürdiges Ding. Und es war auch aus einem Material, das Teku noch nie gesehen hatte. Irgendein hartes, goldenes Gestein. Also Gold, würde ich es einfach mal sagen. Ne? Da kann uns doch bestimmt der Dingens-Dude helfen hier. Der Schmied. Den wir ja getroffen haben. Oder den wir gesehen haben, der uns einfach nicht beachtet. Ach guck, da kommen wir uns da hoch. Teleportieren. Okay, und dann springen wir jetzt darüber. Zack. Verdammt. Dann meinte ich natürlich, nehmen wir ein bisschen mehr Anlauf und springen darüber. Ah, okay. Schade. Wir teleportieren uns aber wieder zurück, weil wir waren noch nicht fertig in der Höhle. Vielleicht aktiviert der Hebel, wenn wir ihn repariert haben, diesen Affen, der da sitzt. Mal schauen. Okay, wir gehen erstmal wieder hier zurück, dass wir da uns links in das Abenteuer stürzen können. Speichert haben wir. Können wir nochmal eben schnell machen. Dann haben wir nämlich den Hebel auch schon wieder. Speichern, jawohl.
Jawohl. Alles klar, schön. Und hepp. Warum muss ich das? Warum muss ich das, dass das passieren wird? Hey. Ah, okay, dann gehen beide an. Gut zu wissen. Moment, jetzt sind der an. Also, dann ist nur der innere an. Dann gehen beide an. Und danach ist nur der. Oh, und dann alle. Erst der. Dann die äußeren. Okay, dann muss ich. Wir gucken jetzt nochmal an. Der rechte, dann die beiden, genau. Jetzt die beiden. Okay. Jetzt gehen aber beide an. Und jetzt gehen alle an. Verdammt. Ja, Alter, wie sollen wir das denn machen? Das anschauen, wie wir es nicht schaffen, gehen wir einfach mal wieder zurück. Und ja, was haben wir denn noch so schönes im Inventar, was wir noch benutzen können? Wir haben einmal hier den hölzernen Deckel. Nach der Form und Größe zu urteilen, gehört dieser Deckel auf eine Pfanne, vielleicht auch ein Topf. Es würde sicherlich noch mal nützlich werden. Okay, die Paprika, okay, die müssen wir wahrscheinlich irgendwo erhitzen. Ja, und den kaputten Hebel müssen wir auf jeden Fall zu dem Schmied bringen. Für den wir dann aber wahrscheinlich auch Feuer brauchen. Aber wo haben wir denn... Haben wir schon mal irgendwo einen Kochtopf gesehen? Also, dass man irgendwo... irgendwo was auf einen Kochtopfdeckel draufpacken könnte. Aber auf das Feuer geht es ja wahrscheinlich nicht. Wir schauen. Jetzt gehen wir erstmal zu dem Schmied, dass wir da auf jeden Fall die Aufgabe kriegen, ihm das halt zu bringen. Klar. Weil hier ist ja auch kein Kochtopf. Nur wirklich. Zack. Ja, das kleine Ding möchte immer noch die Flamme da oben haben. Die Affenmami und der Affensohn sind auch wieder guter Dinge. Das freut mich. Guten Tag, Mama, bring mich nochmal hoch. Dankeschön. So, das heißt, wir können jetzt hier hochgehen. Und einfach, ich finde es auch nett, dass sie auf uns wartet die ganze Zeit. Wir könnten ja hier, weiß ich wie lange, da bleiben. Aber sie wartet auf uns. Kaffee gestärkt. Bringen wir jetzt mal dem Schmied den Hebel, den er bitte reparieren soll. Vielleicht können wir jetzt mit ihm reden. Maybe that blacksmith could help him repair the lever. Hey, guck mal, ich habe hier so einen Hebel gefunden. Mach den heile. Hau da ordentlich drauf.
irgendwie. Mincho, Mincho. Bastote Chepa, Tatapa. Richtig, wir müssen das Feuer entzünden. Batake Mocho Luca. Und dann ordentlich Dampf machen. Damit er das einschmelzen kann. Chalupa Karanka, San Pedro Roque. Juhu, er liebt das Feuer. Patata Borruño. Und dann hämmert er uns ordentlich auf den Hebel. In exchange for the repair, Teku would have to relight his furnace. Ja, das haben wir uns ja leider gedacht, beziehungsweise befürchtet. Ja, wie kriegen wir das hin? Boah, ich bin schon wieder abgestürzt. Ja, wie schaffen wir das, dass wir bis hier oben die Flamme tragen können? Können wir Moment. Da habe ich noch mal eine Idee. Wir könnten ja vielleicht dieses, ja, nennen wir es Glühwürmchen oder diese Fliege auf jeden Fall. Die könnten wir ja nehmen. Wobei da natürlich, wir werden hier auch natürlich gut fallen lassen. Ne? Aber wir versuchen es mal. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Zack. Wir gehen hier runter, wir gehen hier runter. Springen wir eben hier rüber. So. So. Machen wir uns mal eben hier die Flamme an. Wir versuchen es mal. Warten jetzt mal eben, dass das dicke Ding da wieder runterkommt. Komm mal bitte her. Jo, da freust du dich. So, jetzt versuchen wir das einfach mal. Je nachdem, vielleicht können wir damit ja auch klettern. Nein. Nee, klettern können wir nicht. Okay. Okay, hier die Flamme anmachen können wir auch null, weil einfach, ja, wir dann direkt das Feuer wieder ausmachen. Können wir jetzt vielleicht vorne links den, ja, dieses Stück Holz mitnehmen? Für irgendwas. Ich weiß nicht für was, aber... A piece of bark with a curious shape was peeling off what was left of the tree. At the moment... Okay, da haben wir keine Interesse dran. Dann halt nicht an den Baum äutern. Das bringt uns ja noch nichts, wir haben ja immer noch nicht die richtige Reihenfolge gefunden. Ja, hier. Ja, können wir hier irgendwie was machen? Weil da, also wirklich, entweder ich bin wirklich zu doof, was natürlich alles im Bereich des Möglichen liegt. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich kann mich, glaube ich, an den Dingern festhalten. Okay, das heißt, unsere Aufgabe für heute ist es, da rüber zu kommen. Ja, ja. Okay, wir versuchen das einfach mal. Können wir hier irgendwie hier helfen mit unserer Flamme? There was something hidden behind that wall. Another painting. But the light of the candle wasn't bright enough to reveal it. Aha. Okay, wenn ich das hier oben mache. There was something hit. Okay, immer noch nicht. Okay. Okay, das merken wir uns auch. Kann man nochmal speichern kurz. Also das werden wir auf jeden Fall heute noch machen. Entweder jetzt noch in der Folge oder sonst. Im Schnelldurchlauf werden wir diese Überfahrt. Verdammt! Da war ich zu doof. Wir versuchen das einfach mal mit dem dranhängen.
So, wenn wir jetzt hier running. Ah, guck an! Eigentlich war. Manchmal ist Tico aber auch echt zu langsam. Okay, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich kam auch nicht weg. Na egal, jetzt haben wir schon mal mindestens in der Mitte hier. Ah, in der Mitte können wir nicht hängen, habt ihr das gesehen? Weil da unten auch Wasserdampf rauskommt. Verdammt. Okay, das heißt, ich muss mich, wenn, an den rechten Rand, an den linken Rand hängen. Okay. Oder hier an die Seite. Mann, du bist doch. Das war knapp. Weil da an den Rand möchte er sich nicht anhängen. An den linken. Okay, da war ich ein bisschen zu schnell. Wenn beide an waren, dann geht ja nur der linke an. Aber dann halt. Ach guck, jetzt kann ich mich doch noch annehmen. Okay. Hopp, so nehme ich. Haha. Perfekt. Alles klar. Und können wir hier speichern? Oh oh. Au, au, au. Nein, speichern können wir hier nicht. Aber wir können jetzt zumindest schon mal die Fackel anmachen. Für was auch immer. Die Dinger sind jetzt aus. Das heißt, wir gehen jetzt hier einmal nochmal zurück. Wenn ich es denn schaffe. Toll, toll. Alles klar. Das heißt, wir können hier jetzt speichern. Ja. So, und mit dem gespeicherten Spielstand endet dann auch die Folge Candle für heute. Ja, wir gucken uns auf jeden Fall jetzt nachher oder in der nächsten Folge dann die linke Seite dann noch an. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Anregungen oder Wünsche immer wieder gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von Candle. Bis dahin, auf Wiedersehen.